Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Star Wars Outlaws. Mein Name ist Michael und wir spielen natürlich da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ist schon, glaube ich, 2, 3 Tage her. Ich glaube, 4 Tage sogar. Damit das Schwergewicht Hauptquest angefangen und da machen wir jetzt auch weiter. Und ein uralter Unterschlupf müssten wir finden. Und ja, wir scheinen wohl hier in der Nähe zu sein. Hol dir die gestohlene Krypt. Drachenperle zurück. Okay, das machen wir jetzt und ja, schauen wir, wie es weitergeht. Suchbereich, hol die gestohlene Drachenperle zurück. In die 5. Ich sterbe vielleicht in einer Höhle. Feindlicher Bereich. Willst du gar nicht wissen, warum? Dein Haus in der Höhle ist. Ja, nah dran. Okay, da oben sind welche. So. Was hast du gefunden, Nex? Hallo? Holst du die Perle? Ja. Was ist das überhaupt? Oh, das ist ein Stein. Er ist hübsch. Du musst einen Kreiddrachen töten, um einen zu bekommen. Und das ist eine knifflige Angelegenheit. Die sind eine Menge Geld wert. Aber ich bin mehr wert. Du bist es gewohnt, dass Leute dich hängen lassen, was? Nein, wollte nur sehen, ob du Grünschnabel Hilfe brauchst. Und die Tusken wegen ihre Optionen ab. Wie war nochmal dein Name? Kay. Wes. Sag ihnen einfach, ich arbeite dran. Du machst das schon, Kay Wes. Bis bald. Siehst du was? Verstanden. Ha, das muss sie sein. Kein Problem, oder nix? Ich halte besser mal die Augen auf. Ist jemand in der Nähe? Als wir das letzte Mal einen zivilen Frachter überfallen haben, war die Kiste mit Amemberin-Juwelen dabei. War doch nichts. Das war mal was. Was siehst du? Für meine Freunde? Ich hätte schwören können, dass da was war. Vielleicht. Ist hier jemand? Bleibt einfach wachsam.
Jo. Komm ich denn da Vielleicht rüber? Ist es nichts, aber bleibt wachsam. Haltet mal lieber die Augen auf, genau. Alles, was ich je wollte, war gefürchtet zu werden. Du kannst alles tun, wenn du Angst vor dir hast. Lass uns das hochjagen. Das stimmt nicht. Da ist nichts. Was war das? Sekunde. Schön. Eine Kreisdrachenperle. Man lernt nie aus. Hoss, sag deinen Freunden, ich hab ihre Perle. Mach ich, Partner? Hey, wir treffen uns bei der Höhle am Hinterausgang. Der Hinterausgang. Oh nein. Vermutlich muss ich überall. Siehst du was? Oh. Dank Farik. Hast du was, Kleiner? Wo ist denn der Hinterausgang? Da zeigt mir es gar nicht an. Ich finde einen anderen Weg aus der Höhle. Sie ist tot! Seht euch um! Na, sie ist tot! Ist jemand in der Nähe? Geht doch was vor. Hol sie dir, Kumpel. Ich kann nicht schwimmen. Nicht. Ich will. Sprengsätze ab! Ich habe keine Ahnung von dir, siehst du nicht! Los, geil! Los, geil!
Alex, du bist der Beste. Oh. Sind alle tot? Was hast du gefunden? Oder mal in Ruhe wir das einsammeln. Man muss trotzdem. Ich finde ihn auch. Wo ist denn der Ausgang? Leute. Ich finde es nicht. Was? Das ist die Tür? Ah, lol. So, geschafft. Du bist tatsächlich am Leben. Ja. Jalen hat einen guten Riecher. Hier, alles gut? Sie sagt, ich kann gehen, wenn du meine Zeche bezahlst. Zeche? Ja, in der Kantine. Sag ihr, jetzt will ich dich nicht mehr. War ein Versuch wert. Also gut, komm zur Andockbucht 94 in Mos Eisley und wir verziehen uns. Willst du gar nichts über den Auftrag wissen? Du bezahlst, ich bin dabei. Fertig. Wir sehen uns dort. So. Ja, das Schwergewicht. Quest abgeschlossen. Festhalten. So, Leute. Von heute. Ihn haben wir getroffen und sie. Was machen wir denn? Ausgezeichnet. Okay, das ist irgendwie noch geheim. Schmuggellager. Ja. Das ist alles auf Tushara. Alles hier. Ja, da müssen wir mal in einem Video alles abklappern hier, Leute. Oder weiß ich nicht, in zwei oder so. Weitere Übertragung. Okay. Der Söldner. Auf Tatooine sind wir ja gerade. Gelegenheit für Ashiga-Clan. Was ist da hinten? Was ist das? Ein Felsbrocken. Okay. Wahrscheinlich hat, dass jemand wie du in Sirius Tresorraum gelangt, beträgt 10.807 zu 1.
Warum hast du es überhaupt versucht? Tja, warum wohl? Niemand kommt für Nix und mich auf. Also müssen wir uns holen, was wir wollen. Und was genau ist das? Ich will nicht so enden wie Hoss. Das musst doch gerade du verstehen. Die Galaxis macht es Leuten wie uns nicht leicht. Wenn wir überleben wollen, müssen wir alles riskieren. Dann willst du auf der Flucht gehen. Für immer. Nein. Ich weiß nicht. Aber es ist besser als zu sterben, oder? Verstehe. Auf Tatooine steht. Au. Oh, diese also, scheiß Steine jedes Mal. Auf Tatooine scheint es rau zuzugehen in die 5. Wie rau erkennst du erst so wirklich, wenn du in der Raumhafenstadt Mos Eisley bist? Da wird man von vielen abgeknallt, nur weil man sie angeguckt hat. Nice. Ach, die müssen mich nur besser kennenlernen. Ja. Du könntest in der Kantine herumfragen. Drin steht der Barkeeper dich vor. Schießwütige Piraten, was? Vielleicht können die mir noch ein, zwei Tricks beibringen. Neue Kantina-Gerüchte. Von mir. Ach Mann! Meine Güte, ey. Was soll denn das? Wie viele Viecher sind denn da?
Ist da was? Bist du hier drin? Einfach. Ja. Ganz leise, kleiner Freund. Ganz leise. Das ist noch ein paar Meter weiter. Wie wär's mit einer Spritzkur? Riechst du was, Nix? Huh. Blastermaterial, okay. Na, Kumpel, was gewittert? So. So, haben wir jetzt zwei Quests auf einmal gemacht, Leute. Gut festhalten. Wir wollten ja eigentlich, was anderes machen. Und zwar das hier. Riechst du etwas, das du willst, Nix? Der riecht immer irgendwas. Thank you.
Ich sehe dich. Ist hier jemand? Ganz schön viel los. So könnte man es auch ausdrücken. Pass auf dich auf. Entspann dich mal. Ich komme aus dem Arbeiterviertel. Ich komme schon klar. Ja, wir müssen hier. Wie komme ich denn da hin? Südviertel. Aha. Die Schwarmlose. Wir kennen dich. Nein, ich brauche deine Dienste. Du gehörst zu den Ashiga, stimmt's? Was machst du so weit weg von zu Hause? Ich leide. Eine Myrmitrix sollte sich nicht von ihrem Schwarm trennen. Es ist widerlich. Oh, das tut mir leid. Ich brauche kein Mitleid, sondern Hilfe. Das Huttenkartell plant einen Waffenverkauf. Du wirst sie ausrauben und die Ware zu mir bringen. Zum Wohle des Schwarms. Ich bekomme normalerweise Kredits. Ah, ja, natürlich. Vergib mir. Ich habe wenig Umgang mit Individuen. Es ist... widerlich. Unangenehm. Du wirst bezahlt werden. Soll ich mich vorstellen um unsere... Klar, aber... Ich bin Sizzik. In Ordnung, Sizzik. Eine Waffenlieferung kommt sofort. Ach, was meinst du, Andy? Das Huttenkartell ist ein Unternehmen wie jedes andere. Jede Transaktion wird dokumentiert. Na gut, mal sehen, ob ich in ihr System rein... Was ist das denn? Wo ist denn hin? Da. Oh. Kann mich da auch nicht irgendwo... Scheiße. Nein, das ist viel zu gefährlich. Na, wir können es auch... Ein Wigwai-Mädchen wedelt mit dem Zopf und du verlierst den Verstand. Was redest du? Wir haben schon schwierigere Aufträge erledigt. Aber ihr Kurs führt dich... Was? Weil du zubereitet... Verbotene Waren. Ah je. Jo. Ich habe bei dem Kampf heute Abend völlig sicher auf die Mauer gesetzt. Willst du mich betrügen? Wie ist das, du?
Mein Gott. Na super. Ja. Sich da rein? Oh ja. Mal gucken, wie ich da reinkomme. Das ist eine gute Frage, Leute. Tja. Ja, noch ein ist jemand in der Nähe? Muss noch irgendwo einen zweiten Eingang geben. Ich weiß nicht. Wenn nicht, machen wir die Quest nicht, Leute. Halt den Backen, du Schwein. Ist hier jemand? Also, ihr müsst aber auch irgendwie so reinkommen. Also heimlich. Aber ich habe noch keinen Weg gefunden. Jo. Weiß ich nicht. Hä? Na, ich glaube, wir können die Quest gar nicht machen, Leute. Weil ich weiß nicht, wie ich da reinkommen soll. Hebel umlegen. Max, wie wir es geübt haben. Habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, stimmt. Nee. Lass dich nicht erwischen. Hast du was, Kleiner? Ich bin drin. Die Hutten werden eine Transaktionskonsole im Hauptgebäude haben. Zum Angriff, Nix. Ist jemand in der Nähe? Also schön ruhig, Kumpel. Ja.
Oh ja. Und Kunde, Leute. Der Controller ist leer gegangen. Was siehst du? Jawohl. Na schön. Ich hab's. Bist du bei der Landebucht? Es könnte einen schnelleren Weg rausgeben. Ist das eine Vermutung? Ich habe zahlreiche Anlagen infiltriert. Die Muster wiederholen sich. Oh. Das das Huttenviertel, ja. Würde ich ja gerne machen. Ja. Oh. Ich weiß, wo die Übergabe stattfindet. Ich sehe es mir an. Ich würde mitkommen, aber ich ertrage diese Stadt nicht. Das bizarre Geplapper, die chaotischen Gerüche und diese Hitze. Diese elende, erdrückende Hitze. Ich mag das Wetter hier irgendwie, aber ich komme auch aus Kanto. Ich wurde in einer eisigen Kamoro-Gletscherspalte ausgebrütet. Gletscherspalte? Alles klar. Boah, Leute, haben wir zwei Missionen auf einmal gemacht. In einem Video. Alles nur vom Feinsten. Das sagen sie alle. Kein Ach ja, kommt man denn hier raus? Das ist immer so lustig hier. Man weiß nicht. So viele Wege.
du bist ja riesig und irgendwie süß. Oh, ist ja wie auf dem Schrottplatz. Ach ja. Ich bin am Übergabepunkt. Die Hutten sind hochmütig. Es wird kaum Wachen geben. Ah. Na, schauen wir mal, ne? Es wird kaum Waffen geben. Wir müssen erst mal gucken, wie wir hier reinkommen. Da. Wir sind zu weit vom Gebiet entfernt. Ah. Wow, was ist hier passiert? Okay. Direkt. Ja. Oh? Hä? Ah. Was sagen? Fangen die Waffenlieferung ab. Da war jemand schneller. Kühlmittel. Ah, ein Droide hat was abbekommen. Nix. Kannst du die Fährte aufnehmen? Komm, Nix. Verschwinden wir. Mogutu nut bata. Gut, die sind wir los. Folge der Fährte, Nix. Na los, das geht schneller. Hey, Sysik, hast du noch jemanden angeheuert, um die Waffen zu stehlen? Ein Kampfdruiden vielleicht? Nein. Sollte ich? Brauchst du einen eigenen Schwarm? Nein. Mach dir um mich keine Sorgen. Hast du einen eigenen Schwarm? Hm? Oh, hast du Angst? Schon gut, ich sehe zu, dass sie verschwinden. Oh. Entschuldigung, sind das deine Tiere auf der Straße da drüben? Hm. Ach, meine Taurücken. Weißt du, viele Leute halten nichts von Taurücken, aber es sind liebenswerte Tierchen. Unser Turgus leckt dir den Schweiß direkt von der Hand, wenn du ihn lässt. Kein Bedarf. Kannst du sie wegbringen? Plapper schlägt auch gern mal Fremde ab. Aber bei ihm ist das ein Zeichen von Aggression.
Er wurde gerettet und kann ziemlich... Hey, bring deine vergriffenen Taurücken hier weg. Die blockieren die Straße. Oh. Mach hin, ihr da. So, los, lauf jetzt. Mann, Mann, Mann. Na toll. Was ist los? Imperiale. Aber nix kann mir helfen, vorbeizukommen. Ich brauche einen neuen Helm. Hä? Wie, nichts können wir helfen, dabei vorbeizukommen. Oh. Oh. Finde einen Weg an den Imperialen vorbei. Das ist eine gute Frage. Nix, zeig, was du kannst. Ah ja. Gute Frage. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da machen soll. Ah. Hebel umlegen. Nix, du bist am Zug. Okay. Diese neuen Rationen schmecken überhaupt nicht. Sehr gut, Nix. Und jetzt immer der Nase nach. Wo denn jetzt? Oh. Die Hunden würden sicher gut dafür bezahlen, ihre Waffen zurückzubekommen. Das wird den Ashiga nicht gefallen, aber es wäre ein Versuch wert. Was meinst du, ist mit dem Druiden passiert? Dieser Gassin, der Joy. Hast du die imperiale Basis des Tinkers? Und da ist das Kühlmittel. Guter Junge. Andy, ich glaube, ich habe die Waffen. Verstanden. Ich hole dich ab, sobald du sie gesichert hast.
Oh. Okay. Draußen ist etwas. Serik Bash. Warum bestehlen die Hutten? Die Serik Bash legen sich mit allen Syndikaten an. Ich empfehle den Rückzug. Es ist das Risiko nicht wert. Nach all dem? Niemals. Ich hole mir diese Waffen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ist hier jemand? Also, da draußen was ist. Bin ich bereit. Nix. Los. Siehst du was? Ich muss mich konzentrieren. Dafür kriege ich nicht genug Geld. Ist hier jemand? Ich passe mal lieber auf. Na gut, Max. Hol sie dir. Was? Hilfe ist schon da! Einfach nicht nach! Sehen wir mal die Waffen an. Mal auf. Okay, ich hab die Waffen. Hast du schon entschieden, wem wir sie überlassen? Ja. Geben wir Jabba seine Waffen zurück. Das hier ist sein Revier. Wird die Yashiga nicht freuen, aber ich gebe den Hutten Bescheid. Ja, also. Ich glaube, ich gewinne an Ansehen beim Huttenkartell. Nicht dumm, wenn man leben will. Irgendwas sagt mir, dass die Ashiga mir nicht sehr gewogen sind. Sei vorsichtig, Kay. Leg dich bloß nicht mit dem Schwarm an. Naja. Ja, so, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir persönlich schon. Wenn euch auch, dann lasst gerne bitte einen Daumen hoch da, Leute. Nicht vergessen, Daumen hoch lassen. Kommentiert fleißig. Teilt meine Videos. Supportet mich. Und lasst gerne einen kostenlosen Abo da, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Das würde mich mega freuen. Und aktiviert die Glocke, Leute, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Michael.